Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich das gefoldet. A6. Du machst mich irre. Jetzt ist er wieder da. Wieder oben. Moment, ich zieh doch mal runter. Und da ist Nico. Nee, darf ich nicht spielen. Ah, Moment, Moment. Ich weiß warum. Ich habe ja beschissene Rollen verteilt. So. Jetzt solltest du reden können. Ja. Ich glaube, muss man mal neu connecten. Einmal neu connecten. Ja, tut mir leid. Wir hatten halt Leute, die reingekommen sind und dann haben sie kurz rumgepöppelt. Warte mal, reicht das, wenn ich dich hochpacke? Und dann wieder rein? Ja, jetzt solltest du reden können. Jetzt geht's doch. Hallo? Hey Popo Panda, sei gegrüßt. Ja, morgen. Ja, schönen guten Morgen. Grüße. So, und du bist angeblich der Käseski? So angeblich, ich bin's. Ich denke die ganze Zeit nach, wo ich Slimy noch mal kenne. Von den Playing Ducks. Oh. Nee, ich bin zwar aus Peine, aber da habe ich nicht mitgespielt. Die kommen ja aus Peine, ne? Oder? Oder in der Nähe von Hannover, sag ich mal. Oh, 9. Ja. Ja, mein Gott. Ist nicht schlimm. Ja, aber ich bin's wirklich. Jo ist nicht hier. Mit Jo stream ich erst morgen wieder. So, aber du bist jemand, der Prominence-Poker spielt, genau wie ich. Bist du jetzt der echte Käseski? Willst du mich verarschen? Mann, frag mich doch irgendwas. Mann, was soll ich da machen, um dir das zu beweisen? Ich hab doch keine Ahnung. Vergiss es. Wollen wir zusammenspielen? Du magst Prominenz-Poker anscheinend. Ja, ich starte es gerade. Cool. Ich habe gerade 9 und Dame und ich habe damit ein kleines Pärchen. Moment, jetzt muss ich hier mal, ich höre dich gerade doppelt. Dann musst du irgendwo ausschalten. Stream. Bist du an einem Casual-Tisch oder was? Ja, ich bin gerade am Casual-Tisch. Bist du hier auch drin? Moment. Na, Moment. Einsatz 50er oder 20er? Was hab ich gesagt? 50er, ne? Bist du der Bang Boom Bang? Nee, noch bin ich nicht drin. Moment. 50. Ich weiß nicht, ob es 50 war. Weiß ich nicht. Wir können auch einen neuen Tisch suchen. Weil sind schon wieder so viele Leute weggegangen. Ja, warte mal, ich probier mal. Das ist wahrscheinlich beim 50er. Mal gucken. Okay. Nee, 20er. Muss ich glaube, 20er habe ich gemacht, genau. Heißt du noch Sliminator? Ja, sicher. Ich heiße immer und überall Sliminator. Bist du da mit der Wollmütze? Nee, jetzt bin ich wieder raus. Weil bei 20 gibt es voll viele. Wie kommst du denn auf meinem Channel? Ich werd verrückt. Weiß ich, ich hab dich mal hier followed und hab gerade gesehen, du bist online mit Pokern. Zack! Zack! Wie war das jetzt? Voll geil! So, 20. Ich hole mir. Ja, pass auf, wir suchen ein neues, wir hören uns zwar. Ich werde nichts gewinnen, ich werde ja nichts gewinnen. Die neuen kann ich nicht callen. Okay, oder wollen wir ein Head-to-Head machen? Du und ich? Ja, logisch! Welches ist ja Marie? Meine Frau kommt gerade. Kennst du Martin Käseski? Ja. Oh, der ist gerade bei mir da drin. Schön groß. Singt der noch? Hä? Singt der noch? Hast du gehört? Ich sing schon immer. Er singt schon immer. Willst du kurz? Nein, ich singe jetzt bestimmt nicht. Sie erinnert sich an dich und. Ich habe ein bisschen mehr Heavy Metal in letzter Zeit gemacht und nächstes Jahr kommt ein bisschen mehr was so in Richtung Deutschrock. Ja, eine Castingshow im Fernsehen mitgemacht, ja, Marie. Ja, nicht nur da, Dschungel, ich hab die ganzen Scheiße im Fernsehen alles mitgemacht. Willst du mit ihm reden? Ach Gottchen, Marie. Nee, willst du auch nicht. So, wollen wir Head-to-Head machen oder wollen wir beim Ringgame irgendwo bei. Aber pass auf, ich geh nochmal raus, ich werde jetzt kurz verlassen. Sie konnte das jetzt, glaube ich, auch nicht glauben.
Ich mal noch kurz verlassen und dann machen wir noch mal ein... Lass uns mal Steam mal adden. Damit das einfacher wird. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ne? Wie heißt du auf Steam? Auf Steam heiße ich wieso auch. Immer Slime Nador. Im Livestream kannst du, ist die Linkseite zu seinem Steam-Account. Ja, wir gucken mal bei Freunde. Hier, pass auf. Wir schieben das kurz mal rein hier, Freunde. Sliminador. Ja, was, ich glaube, es wäre besser, wenn du mich addest, sonst kommen ja tausend Leute. Ne, mit einem kleinen S. Ja, Twitch TV, Sliminator, das bist du. Das bin ich? Wo ist jetzt gerade mein Dings hin? Meine Freundesliste. Ach, die ist kurz riesig geworden. Nein, die soll nicht riesig sein. Müsstest du eine Anfrage haben? Ja, von irgendeinem Stalker oder Propaganda. Propaganda, genau. Weiß nicht, ob ich den. Nee. Na ja, doch. Bestätigen. So. Schnecki, den machst du auch nochmal mit, oder? Was? Wo? Mit dem Pokern oder was? Damit wir den Tisch voll kriegen. So, können wir uns jetzt ja, ich komm sofort auch noch was tun. Können wir den privaten Tisch machen? Ja, klar kann man das. Ich könnte ihn komplett privat halten, wenn du es willst. Musst du nicht. Na, dann mach mal. Ja, mach mal gleich. Pass auf. Ich habe noch Kakun. Ich habe noch so ein paar andere Leute hier, die ich jetzt gerade zurückweisen muss. Ich bin ja nur ein kleiner Streamer. Hallo, ich auch. Gerade erst angefangen vor 2 Monaten zu streamen. Ja, Moment, du hast doch mit Jo auch. Mit Jo hast du doch schon länger so ein Projekt da, Couch-Kommando da. Ja, genau. Naja, aber er hat jetzt auch so ein bisschen krank. Ich war viel unterwegs wegen der Mucke und jetzt. Und er hängt ja nur bei Gronkh rum, ne? Ja, er ist der Chefredakteur bei Gronkh, da ist immer so eine Sache, ne? Ja, kann ich verstehen. Also mache ich mir jetzt demnächst 2 Tage fest im Monat, wo ich jetzt streame. Ab nächste Woche und dann eher immer die Woche oder alle 2 Wochen mit bei ist. So, wir sind wieder gleich bei Prominence Poker. Moment, wo ist es denn? Ah, ich hab's beendet. Ich muss nochmal starten. Wie findest du mein Setup? Was sagst du? Wie findest du mein Setup? Wo ist die Twitch? Ja. Ich hab jetzt oben. Moment mal, warte mal. Du hast mir gar nicht zugeguckt, ne? Du bist einfach nur reingelatscht. Ja, sieht gut aus. Was soll ich sagen? Ich stehe ja nicht so oft das Übertriebene, ist alle cool. Ich auch nicht, aber ich habe dafür ein Jahr gebraucht, dass es mir gefallen hat, wie es jetzt ist. Kenne ich, habe erst mal 2 Monate gebraucht, um mit dem OBS klarzukommen. Alter, hör auf. Und OBS zickt auch gern mal rum. So. Ja. So, machen wir 50.000 oder was? Ja, mit Schnecke können wir das ruhig machen, ja. Ich hab 1,5 Millionen hier im Konto. Was? Du kleiner Wichser, nicht, nicht gekauft. Okay, warte mal. Wir machen ein Casual Game und machen. Lass uns 20.000 dabei machen, oder nee? 50.000. Ist das gut für dich? Ja. Gut. Dann werde ich jetzt Freunde einladen. Jetzt müsstest du ja eigentlich hier auftauchen. Tust du nicht. Ich habe irgendwie... Also im Spiel nicht. Im Steam. Nee. Der kann dir einfach so beitreten. Ja, wenn du mich hast, dann kannst du einfach reinkommen. Aber ich finde dich. Kommst du? Spiel beitreten. Jawohl, da ist er. Nice. Regi, kommst du auch? Ja, ich komm sofort. 50.000 dabei, Alter, das wird heftig. Ja, wie geil, endlich mal einer, der das auch spielt, ey. Mein Gott. Ja, es macht ja Spaß, ne? Ja, für den Uwe ist es der beste Pokerspiel überhaupt. Und vor allem habe ich ein Spiel gesucht, was ansprechend ist im Stream und wo man sich so selbst verkörpern kann. Ja, und du kannst auch mal ein paar Geschenke vergeben. Genau. Wir verstehen uns. Ich habe jetzt übrigens schon ganz schön viel Bier getrunken, ne? Ist nicht das Problem. Ich habe schon eine Flasche Wein und 2 Bier drin, also von daher.
Alles cool, okay. Samstag. Ja, Samstag, ne? Und da ich heute einen Auftritt habe und so, ist das ja meine zweite Welt hier nach der Mucke. Das finde ich cool. Du bist echt so dufte nebenbei. Ich hätte nie gedacht, dass du hier reinkommst, ne? Ich nie gedacht. Ah, Quatsch, ganz normal, Mann. Ey, ich bin Zocker seit 89. Ich bin Zocker seit 75. Ich glaube, ich bin älter wie du. Nee. Doch, das muss sein. 45. Scheiße, ich bin 43. Ja, ich habe angefangen mit einem C16. Fuck. Hast mich erwischt. Und du? Ich habe angefangen. Auch mit. Moment. Der muss aber dann. Ne, C4 Plus. Also, selbst gezockt, muss ich sagen. Pong. Pong am Fernseher. Ja, na klar, Pong, schön mit den Schiebereglern. Dann kam genau. Atari, dann kam der VC20, der C16, C64, ja. 20, Amiga. Ja. Ja, genau, ungefähr dasselbe Werdegang. Amiga mit extra Diskettenlaufwerk, damit man nicht so oft wechseln musste. Richtig, oder ich hab noch mein Original C64 hier, der funktioniert. Und dann immer schön die lofte Disketten, schön von beiden Seiten beschrieben. Genau, du musstest ja doch extra lochen, damit das Laufwerk das erkannt hatte, dass man das auch beschreiben durfte. So genau. Sieht's aus. Genau. Ja, und jetzt habe ich vorhin gerade mal Battlefield 5 probiert, aber irgendwie hypt mich das noch nicht so. Ja, ich bin leider auch enttäuscht von der ganzen Geschichte. Ja, du darfst es halt auch nicht mehr mit 3 und 4 und so vergleichen. Das ist halt was. Ich hab 3 geliebt, 4 geliebt. Ich weiß warum, Ich. Ja. Bei mir startet das nicht, müssen PC neu starten. Ja, dann mach das doch. Und start, du kannst ja nachjoinen. Ist schon 2 Uhr, ich muss morgen um 8 Uhr bei Spielmutter sein. Ja, dann machst du das. Das ist cool. Sonst will ich gerne noch mitspielen. Dein Vorname war nochmal, ich weiß gar nicht mehr. Da steht da Propaganda, aber das stimmt ja. Martin. Ja, sorry. Ich bin der Mirko. Überleg gerade, woher wir uns geedit haben. Irgendwann warst du bei mir im Kanal oder haben wir uns irgendwo mal getroffen? Wir haben uns, Gamescom, ich hab. Oder? Nee, Gamescom war es gar nicht. Ich hab. Über Jo habe ich natürlich. Also dich habe ich natürlich gesehen damals im Fernsehen. Und dann über Jo und. Ihr seid alle Mettler und ich bin ja auch ein Mettler. Auch wenn meine Musik das jetzt gerade nicht preisgibt. Tschüss. Ja. Ciao. Hauen sie rein. Und über Jo halt, ne? Stimmt, bei Jo kenne ich ja seit 2000. So, wir starten den scheiß Tisch jetzt hier. Ja. Da sind welche, cool. Ja, klar. Jo kenne ich seit 2004, wo die Call of Duty 2 bei der PC Action noch gecheckt haben im Clan. Ey, PC Action habe ich geliebt. Ich bin ein Computec-Jünger der ersten Stunde. Ey, oh. Und vor allen Dingen, da gab es auch noch, weil auf der Titelseite, also auf der zweiten Seite, da haben sie mich reingemorpht mit meiner Optik in eine Wehrmachtsuniform. Ich stell vor, so was würde ich heute machen. Ja, wäre so rechtsradikal, Junge. Aber damals hat es doch funktioniert. Ach, so, lass uns einfach pokern, Junge. Ich würde auch sagen, lass uns schön aussehen. Wer bist du denn hier? Ich bin der mit dem Hut, der so aussieht wie Breaking Bad. Ich bin die Alte mit der Sonnenbrille. Ach komm, Junge. Ah. Nicht, dass ich gleich mit dir ins Bett steige. Wie ist das so Bier da? Ja, aber pass mal auf, wenn er trinkt, dann sticht er sich ins Auge, muss darauf achten. Also ich bin ein Biertrinker. Hey Grummi. Also meine Kumpels kommen hier öfter rein, ne? Nichts dran denken. Du, kein Problem, wir haben auch unseren Discord von unserem Clan. Grummi, das ist Martin Käseschi. Hab ich schon mitbekommen. Hab ich das so richtig gesagt? Nur Zocker. Ja, ganz ehrlich, und? Genau. Oh, nice. Slime. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, welche Leute bei mir hier zu Hause ab und zu mal regelmäßig vorbeikommen. Also. Ja, Martin wahrscheinlich nicht. Richtig, SEK? Nee, viel weniger. Aber solche Personen wie Hubert K., Markus Knoll. Okay. Ach so, mit eurem scheiß Restaurant. Jetzt muss er wieder angeben, weißt du? Da habe ich schon mal Martin im Chat.
Nee, mein Stiefvater war zu seinen Lebzeiten der beste Freund und Manager von Markus. Okay. Er hat live miterlebt, wie Markus in einer Badewanne übernachtet hat. Auf dem Set von Ich geb Gas und viel Spaß. Nee, Martin, hast du getroffen? Wie, wen? Mann, was er liegt. Also sonst geh ich vollen, Alter. Ich muss vollen. Nee, obwohl ich ein geiles Blatt hab. Ich hab ein geiles Blatt und ich muss folgen, Mann. So, Grummi, jetzt geht's hier um Poker, okay? Ich geh jetzt mit. Pass mal auf. Jo, alles gut. Ja, foppt, Alter. Der foppt. Oh, oh. Was ist aus eurem Couch-Kommando geworden eigentlich? Wir haben jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt fangen wir wieder an. Aber es läuft eigentlich ganz gut, wenn wir. Aber ihr habt ja. Ein bisschen viel Krankheit und so. Ich bin halt viel unterwegs gewesen. Ja. Ich muss mir angewöhnen, halt auch 2 Tage mal die Woche fest irgendwas zu machen. Was will er? 20k? Ja, will er. Fick dich, Alter. Kannst du nicht machen, ne? Nee, nicht mit einer 2. Ich hatte einen Ass und einen Buben, trotzdem. Ich hatte ein Ass-Herz noch. Alter, ich werde ihn schon ausnehmen, pass mal auf. Ich finde es so cool, dass in meinem kleinen Lobob-Stream, ich meine, ich habe nicht mal 200 Follower. Einfach reinschneiß. Ich muss ja auch plus 400 und mal 20 Zuschauer oder weiß ich was. Wie schissen. So, was hab ich denn? Oh! Das darfst du jetzt nicht sagen, weil ich noch drin bin. Okay. Ich call den Scheiß nicht. Call den Scheiß nicht vor allen Dingen. Ja. Eigentlich blutet mir das Herz, aber ich glaube, ich mache alles richtig. Ich mache alles richtig. Also meine Community ist klein. Da kann ich, oh mein. Und aber da gehört der Grummi dazu. Gestern Abend haben wir uns übrigens 2 Stunden lang über Kaffee unterhalten. Weil meine Frau hat heute gestern einen Kaffeeautomaten kriegt für 800 Euro, ne? So ein Ding. Bin ich raus, weil ich krieg fast gar keinen Kaffee und Tee. Aber ich hole auch nicht, Alter. Aber aus diesen Kaffee-Vollautomaten, das ist eine Geschichte, hätte ich niemals gedacht. Ach mein Gott, das kannst du alles vergessen hier. Ich hätte jetzt sogar, oh Gott. Du kannst jetzt sagen, ich bin raus, was hast du denn? König Buben. Ich hatte. Boah, 4-8, da bin ich weg. Ich hatte Queen 10, Alter. Ich hätte jetzt hier nur abräumen können. Fast. Aber irgendwer hat das Ass. Irgendwer hat das Ass. Ja, sie zeigt's nicht. Ja, sie zeigt's nicht. Oh, Entschuldigung. Und bei uns ist Rülpsen übrigens Pflicht. Bei uns auch. Ey, Gott sei Dank. Ja, wir haben einen eigenen Clan, BOS. Ich mach Clan-Leben schon seit 20 oder 25 Jahren. Ruhen angefangen, Battle of Honor und so Sachen. Den Day of the Feet Source in der Liga. Ja. Ach, das. Also, wenn ich rülpste, dann merke ich es manchmal gar nicht. Also, nicht schlimm. Du, ich bin Sänger, ich rede dabei einfach. Toll. Ja, check. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Der Flop passt mir nicht, aber ich bin dabei. Lustig auf 1k Gegner mit. Ja, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig. Aber die 1k, die hauen wir noch rein. Ja, auf jeden Fall finde ich es ultra geil, dass du mal vorbeischaust. Das ist der Hammer. Das ist ein Highlight. Ich finde total cool, weil ich hab gekickt. Der ist noch online. So, woher kenne ich ihn? Warum ich ihn followed? Ist halt überlegt. Ja, du kennst mich halt nicht, ne? Ich bin halt nicht prominent. Nein, darum geht's ja nicht. Ich hab gedacht, irgendwie von den Playing Ducks her oder so. Nö. Ich bin ein Lobob-Streamer, der sich nebenbei damit Geld verdient. Aber als Streamer bin ich auch ein Lobob. Alter, jetzt wollen die wirklich 2K nochmal reinhauen. Oh.
Romy, hör auf, da rumzurascheln. Ah, ein Stück Schokolade. Ja, und? Ich kann nicht. Warum nicht? Was hast du denn gehabt? 2 Vieren. 2 Vieren? Ja, eigentlich wollte ich, aber... Mein Gehirn hat gesagt nein. Und mein Gehirn hat mir Recht gegeben. Guck. Guck. Ja, nochmal hoch und ich bin raus. Ey, ich hab Recht gehabt. Ich hab Recht gehabt, Mann. Der BW ist bei der Deckzeit auch für die 5. Aber wenn du in Berlin... Du wohnst in Berlin, ne? Ja. Ey. Weil alle Antworten, die ich jemals Jo geschickt habe, kannst du mal sagen. Der Slime bedankt sich für niemals beantwortete Anfragen. Inwiefern? Nichts Schlimmes, von wegen so. Einfach nur Facebook, so, ey, hast du gut gemacht, hast du nicht so. Er hat ja auch wirklich viel. Ja, der Jo steht ja auch in der Öffentlichkeit, aber genau wie du eigentlich. Ja, aber er steht ja in der anderen Öffentlichkeit. Weißt du, weil es geil war, wo ich mit ihm auf der ersten Gamescom vor. Auch Leipzig, glaube ich. Sitze ich mit ihm auf der Bank. Die ganzen älteren Frauen kamen zu mir, wollten Autogramme und die ganzen Kinder zu ihm. Ich jetzt. Ohne Witz. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Okay. Ich meine, kick mal meine Casting-Show auch schon 15 Jahre her. Ach, jetzt, ey, was? Ist es echt 15 Jahre her? 2003. Ich hab keine Ahnung, ich habe das damals nur gesehen und dann. Aber hey, dein Name ist mir. Weißt du, warum dein Name? Das hast du auch selbst, glaube ich, ne? Käse Ski. Also Käse und Ski. Ja, fällt auf. Weil ja, tut mir leid. Ich mit. Eigentlich heißt es ja Käsitschi, aber wenn das eh mal im Fernsehen vielleicht ausgesprochen wird, dann wurde ich bei Stefan Raab verarscht überall. So viel Schütze. Ja. Ich hab 3 Buben. Hast du echt? Ja. Ich bin raus, Alter. Mach es. Mach es. Du musst jetzt soft anspielen. Soft. Es sei denn, jemand hat es wie Pieken, dann kommt auch so verfickte Pieken. Nein, du, wenn du 3 Buben hast. Du hast einen Buben auf der Hand. Ist das richtig? Ja. Ja, dann spielst du jetzt soft an. Ganz soft den halben Pott. Den halben Pott. Der macht ja schon 7,5. Ach so. Der kann auch... Was hast du denn als Kicker? Kannst du vergessen. 8. Ah. Wenn der auch einen Buben hat und er hat einen Ass, dann hast du verkackt. Oh Gott, Gott sei Dank bin ich schon früh genug raus. Ja, ich verarsche mal noch ein bisschen. Komm schon, Baby. Also, ich wünsche es dir, Alter. Komm schon. Ich bin raus, meine Kohle kriegst du nicht. Du hast 8 und Bube. Ja. Oh Mann. Dann hast du gewonnen. Wenn er 9 hat, dann hat er ein volles Haus. Aber das ist so unwahrscheinlich. Yeah! Yeah, Baby! Nice! Hier könnt ihr meine 18. Genauso mache ich es auch. Oder ich zeig gar nichts. Aber wenn du wenigstens eine zeigst, dann steigt dein Ruf schneller. Ja, das habe ich auch gelesen. Heute gehört vom Kumpel, dass wenn man irgendwas zeigt, ist der Ruf am Steigen. Was soll denn das für ein Scheiß sein? Ich spiele Poker, damit ich nicht. Naja, egal. Ey, ich weiß, was du meinst, aber der Ruf, ja, ist auch hier so beschissen. Ja. Oh, der Race auf 5. Ey, die 4,7 kann ich nicht callen. Also nicht mit den Karten. So, was hast du gehabt? 3,9. Pass auf, ich geh kurz auf meine Terrasse. Ich bin gleich wieder da. Ja. Weißt du, was ich da mache? Da pinkel ich und rauche ich. Geile Idee. Bis gleich. Always speak properly. Don't give the Westwoods a monopoly. Never wear plimsolls.
souls if not doing sport. And they're sure a chap of superstar sort. Always worship the Tizer Press. Mr. Corby, he knows best. Always cultivate interesting facial hair. Just on the top here, not under there. It's the call to chance. Designed for living within a world so unforgiving. Where sloth and banality are the standard. Hi. Well, we've got our standards. Hi. Drop yours too. Gut. Kriegst du es auf den Balkon, da passiert jetzt eh nichts. So, ich jette wieder rein. So, jetzt habe ich das Headset wieder auf. Hast du gewonnen? Alter, 64k! Ich wusste, der blüfft. Nee, 5-2. Ja, 64k im Pott. Och, geh doch nicht weg. Okay. Was machst du jetzt so nebenbei? Ja, Mucke, wie gesagt, hab jetzt noch 1-2 Konzerte. Hier Freibild kennst du ja, wa? Ja, klar. Mit denen mache ich ein bisschen was vielleicht nächstes Jahr. Dann verpiss ich mich im Januar erstmal nach Thailand 4 Wochen. Ja, Urlaub, ne? Urlaub ist so wichtig. Ja, komm mal. Ausspannen. Ich checke erstmal. Auf jeden Fall ausspannen. Schön morgens Thai-Boxen. Thai-Box? Ja, mach da Thai-Box-Training. Okay. Ja, das ist auch nicht gerade ohne. Jo, aber ist ja nur Training halt, ne? Oh Gott, der hat keine. Also Sparring. Ja, ich weiß ja, ich hab früher schon. Macht doch Spaß, morgens um 9 bei 25 Grad Training zu machen. Das glaube ich. Und das noch am Strand? Fast am Strand, ja. So, der hier drin. Okay. Alter, ich habe leider nichts getroffen. Nichts. Du triffst aber auch ja nicht gerade, oder? Ja, ey, seitdem du drin bist, Mann. Jetzt kommt gleich. Ich freue mich ja immer, wenn so ein riesiges fettes Ding kommt und alle all in Yen. Ja, wenn ich's kann, dann mach ich's. Ich schwör's dir. Alter. Was? Das callen wir. Ja, checken kann man immer. Na sicher. Oh, das sind 2 Herz. Ich trinke übrigens Herke, was trinkst du? Berliner Kindle und einen kalifornischen Rotwein. Alles zusammen? Ja, logisch. Rock'n'Roll, Alter. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Den Druck nimmt, um den Berliner Kindle zu färben. Alter, ich kann checken, dann checken wir.
Ja. Aber Jo ist voll eingespannt bei Gronkh, oder? Ja, es geht. Geht. Ist schon. Aber ist auch ein guter Job. Ich meine, verdient er sich Geld da. Immer noch besser als bei Spieletipps, wo er vorher war. Ja, obwohl er da auch einen guten Job gemacht hat, ne? Ja, aber es durfte er gar nichts. Echt, hat er gesagt? Also, muss ich jetzt nicht sagen. Ja, naja, da war es halt so, dass... Ich kann nicht, ich muss raus. Ich habe nicht getroffen. Hier hätte er was ja nicht streamen dürfen, wisst ihr? Ach so, echt? Kacke, ey. Ey, ich hab nichts falsch gemacht, Baby. Alles cool. Vier Leute gucken uns noch zu, das ist quasi ich. Rumi und zwei weitere, nehme ich mal an. Ich bin so ein kleiner Streamer, Alter. Mein Gott, was das kleiner Streamer, ist doch egal. Aber immer alle, dass mein Name hilft beim Stream, aber nein, ich habe gar nichts gepostet. Ich habe also mit Zocken können die gar nichts anfangen. Ich habe nichts gepostet, weil darauf stehe ich nicht. Ich habe nicht jetzt gepostet von Twitter, wo so hey, ist der Martin Käse schießt bei mir jetzt, habe ich nicht gemacht. Aber meine. Können wir mal was zusammen machen irgendwann mit solchen Dingen. So, was haben wir denn? Die 750 call ich mein. Ich bin nicht so einer, der davon leben muss, weißt du? Nee, ich auch nicht. Ich habe einen normalen Job. Ich arbeite darauf hin, damit ich von Thailand aus dann schön... du willst das schöne Wetter genießen. Ja, komm, da bist du drin, oder? Bin ich dabei. Ach jo. Ja, ich arbeite auch auf mein Ziel hinweg, dass ich aus Deutschland rauskomme. Nee, ich möchte eigentlich auch gar nicht... kommst du mal ein Stream leben, weil dann bist du immer dran du musst halt tagtäglich online sein, das kannst du nur als Arbeitsloser machen oder versuchen. Ja. Ich will es so machen, dass ich im Winter halt die 3-4 Monate in Thailand von da aus streamen kann und den Rest mache ich dann hier Musik in Deutschland, weißt du? Ja, wenn das klappt, Alter, cool. Scheiß auf den Winter hier. Weil den Winter kann ich auch nicht ab. Außer, ich bin so ein Asthmatiker. Dann müsstest du mal zu uns hier in den Norden kommen im Winter. Ja, ich weiß, das ist die. Oh, jetzt wird ja 5K raus. Die Seeluft. Oh! Ja, ich. Was ich habe, weiß ich nicht. Nee, mach das nicht. Geh nicht mit. Mach das nicht. Aber die hält mit. Nee, er überlegt noch. Ob ich blöffe. Der sieht so aus. Ja, komm. Er haut weg. Er haut weg. Oder? Geh mit, Mann. Geh mit. 55k Pot, Junge. Ach. So, dann mach ich das wie ein Original-Poker. Ja. Mann, ich zeig nichts. Ich hatte einen Buben. So, jetzt krieg ich das Ding. 54k, mein Freund. Bam. Moment, muss ich kurz was zum Sound einspielen. Yeah. Everything is awesome. Ich habe ja meine ganzen Sounds, die ich einspielen kann. Oh, Ray ist ja schon wieder. Ewig. Okay. Den zweiten Gang. Und was möchten Sie da? Alles, ja, Grummi, schön. Im Stream wurde gerade ein Sound abgespielt. Nice. Ich wollte gar nicht folgen. Ja, nee, tschüss. Das passte gerade so schön.
Ja, war super. Ja, wie gesagt, ich bin ein klitzekleiner Streamer. Ich mache das aus Spaß an der Freude. Hey, jetzt mal ohne Spaß, Slime, ich auch. Guckt mal, wie viele Follower ich habe. 8 Abonnenten oder 4. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich habe, aber ganz wenige. Und selbst die jetzt gerade einschalten, würden nicht glauben, dass du das du bist. So sieht's aus. Es sei denn, wir machen mal irgendwann, planet mal, dass wir mal ein Stream zusammen machen, dann können wir über Discord. Ja, können wir gerne machen, Alter. Fenster über Videochat streamen. Ja, können wir machen. Spielen wir mal, weiß ich nicht, Hand Showdown oder irgend sowas. Ja, machen wir. Hast du schon mal Hand gespielt? Ja, ich wurde damals eingeladen in die Beta. Alter, da gibt's jetzt eine neue Map. Ist so richtig geil geworden. Ist es gut geworden, ehrlich? Haben sie das Performance-Problem behoben? Ja, das war ja alles echt richtig gut. Ich fand's halt echt scheiße, dass ich eingeladen wurde. Warte mal, ich muss kurz meine Karten angucken. Ja, das war die Beta im Februar, die du jetzt hast. Im Februar und dann wurde ich im März nochmal eingeladen und dann hieß es, dann gab es ein Update, so ihr Spiel ist jetzt tot. So wie bitte? Ich habe da extra noch so an die geschrieben und so, ne? Was mir gefällt und hast nicht gesehen. Also jetzt ist richtig gut geworden. Ja, warte. Und dann habe ich geschrieben, das und das passt noch nicht, dies und jenes. Und ich wurde einfach rausgekickt. Da haben sie gesagt, ja, vielen Dank für ihr Feedback, tschüss. Dachte mir so, okay. Krieg ich jetzt wenigstens eine Beta-Einladung oder irgendwas? Nö, nichts mehr. Tot. Da war ich ein bisschen angepisst, deswegen habe ich es nicht mehr gestreamt. Du bist jetzt so nur noch Early Access, glaube ich. Ja, wenn man da mit Kritik nicht umgehen kann, das ist dann aber auch nicht so gerade. Ja, nee, darum ging es ja nicht. Early Access ist halt wirklich, wenn man da noch meckert. Nee, ich hab den nur geschrieben von wegen so, das müsst ihr noch verändern, das müsst ihr noch verändern. Vor allem waren die Viecher zu unbeweglich. Oh, da gibt's jetzt viel geilere. Da gibt's auch einen Water Devil und so. Ein Water Devil, Alter, leck mich am Arsch, echt? Krass, jetzt die neueste Map ist seit ein paar Tagen draußen. Was will die Fotze denn? Ey. Ey, was? Und dann schmeißen sie mich raus und dann sagen sie mir einfach nur per Steam, entweder kaufst du es jetzt oder kannst du nichts mehr mitmachen. Also das war die Nachricht. Das war die Nachricht. Die haben gesagt, entweder kaufst du es jetzt oder du kannst kein Feedback mehr senden. Und dann gib mir auch mal einen, ey. Ich würde es gerne wieder streamen. Aber ich noch einen habe, aber das echt, das macht jetzt so einen Fun. Vor allem gibt es jetzt auch einen Solo-Mod. Du kannst also praktisch dann alleine spielen. Gegen 8. Ich fand das Spiel gut. Ich will jetzt, ich kann auch kein Key von dir betteln. Ach Mann, ich wollte sowieso nicht. Ich werde mal noch ein paar Keys organisieren. Ah, nee, wieder hoch. Fick dich. Nee, ich musste auch folden mit den Karten. Also nochmal zum Thema zurück. Also ich fand das Spiel super geil. Hab da echt Feedback zurückgeschrieben und hast nicht gesehen und plötzlich stand bei Steam, ja, das Spiel, was sie erworben haben, wurde zurückgestuft und zack, bumm, wurde es instant deinstalliert, quasi. Irgendwie so. Ja, so, ja. Beta-Key hat das wahrscheinlich. Ja, ich hatte den Alpha-Key. Oh, Alter, guck mal, 3 Peaks. Also 4 Peaks. Wenn da keinen Flash hat, dann weiß ich auch nicht. Ja, du warst für Flash. Wer hat das Ass? Wer hat das Ass? Ja, das fand ich dann im Nachhinein beschissen. Wie sie mich da behandelt haben. Deswegen habe ich es nicht mal gestreamt und nicht mal auch nicht nachgekauft. Das Spiel an sich ist Weltklasse. Ist richtig, yes. richtig gut geworden. Vor allen Dingen. Da ist so viel Potenzial noch mit der CryEngine, du kackst dir in die Hose, die Hunde, wenn die kommen, du musst aufpassen, wo und wie, dann hören die dich und Alter. Ja, genau das. Es hat eine geile Mischung zwischen Dings hier Division und Dead by Daylight, ne? Dead by Daylight kennst du auch, ne? Ja, ja, klar. Ja. Mann, die geht schon wieder hoch. Ey, als ob man einen normalen Zocker redet, ne?
Aber er ist halt prominent. Scheiße, prominent. So fühle ich mich ja nicht. Wenn ich zocke, dann zocke ich. Du bist aber. Du bist so prominent. Ja, oh, scheiße drauf. Ich fühle mich halt normal. Das ist halt wichtig. Ich hätte dich niemals in meinem Kack-Stream erwartet. Selbst bei der Gamescom oder so, wo die Leute ankommen, wie du zockst, hast du überhaupt Ahnung? Die fragen nämlich immer aus. Du musst dir nur mal ihnen erzählen. Selbst ESL war ich schon, da hat gesagt, ja, da zeigt zu viel Strafe. Ich habe die ESL quasi gegründet. Ich bin 43, Kollege. Ich habe die fast gegründet. Ohne uns gibt's die gar nicht. Wie ist denn der Chef damals, der noch bei Giga TV den Ohr übernommen hatte? So, ich schmeiß das jetzt mal rein. Um die Leute wegzuscheuchen. Ob ich wirklich das würdig bin oder nicht? Er setzt es. Nice, Baby. Nice. Ja, bluffig oder nicht, ne? Ist die Frage. Du haust die 5K rein, nice! Oh. Ich fühle mich so geehrt, Alter, als Lowbob-Streamer. Ja, ich weiß! Trotzdem. Ich bin auch ein Lowbob-Streamer. Geht raus, du bist doch drin, wir drei. So, jetzt kommt. Oh, scheiße, das ändert alles. Oh fuck. Oh fuck. Er hat nochmal hochgemacht oder was? Oh, leck mich am Arsch. Ich call die Scheiße. Das was callst du? Ja. Die 30k call ich. Warte mal. Ich möchte gerne mehr. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Geht der mit? 100 pro. Glaube ich nicht. Ich habe ihn jetzt rausgeekelt. Alter! Alter! Jawohl! Yes! Yes! Glückwunsch! Bam! Der war geil! Bam! 100.000 Baby! Muss ich dir gleich mal deine Tränke füllen? Ich hab keins mehr hier. Fuck! Ich muss mir Bier holen. Geht mein da. Entschuldigung fürs Schreien, ne? Und Mikro und so, aber ey, das war geil. Alter, Baby! Ja klar, das ist ja wieder orientiert. Ja, deine 1000 nehme ich immer mit. Hey, der Slime hat gerade 100.000k gemacht. Leck mich an den Tisch. Ja, dann pass auf, dass du hier gleich nicht wieder verlierst. Ja, hör doch auf, Mann. Gummi. Lass es sein. So, ich setze. Ich gehe kurz runter, hol mir neues Bier. Ich brauch Bier. Ich kann nicht spielen, wenn ich nicht damit. Die Runde nicht machen. Meinst du? Ja, aber jetzt siehst du ja, was kommt. Okay. Ja, hast du recht, ich sollte sitzen bleiben. Puh. So, ich bin jetzt ja der Top-Dealer, ne? Auf, ich ärgere erstmal. Na, wer macht mit? Irgendjemand geht all in. Ich ärgere erstmal die Leute. Oh, den blauen geht raus. Ja, denke ich auch. Schön gesehen. Der geht auch nicht raus. Ach, nö. Ich hab zu hart angespielt, oder? Ja. Du gehst auch aus, Mann. Ja. Ich bin's nur, der Slime, Mann. Ja, hallo. Hast du doch einen, der mit reingeht? Okay. Ich hoffe, du hast Rotaro. Ich glaube nicht. Straße zumindest.
Ich glaube, den Port habe ich verkackt. Ja, sind so, dass wir raus. So, was hat er gesetzt? 4,5. 8,5. Ach du Scheiße. Irgendwie hat doch. Es braucht nur ein Karo haben. Aber was für ein Karo? Wollt ihr mal raussehen? Nee, ich kann leider. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Wieso hast du eigentlich verkackt? Weil ich nur eine 10 hatte. Ich hatte nur eine 10, Mann. Ja, ich weiß. Also darf ich dich dann auch mal im Steam anschreiben? Ja, logisch, jederzeit. Kannst du mal, ich schicke dir mal eine Einladung zu uns in Discord irgendwann. In... Ja, mach mal. So, was haben wir denn hier? Also meine Zuschauer würden glauben das eh nicht. Ach. Das ist... Selbst wenn die, also mittlerweile wissen die meisten, wer Couch-Kommando ist von den inoffiziellen. Steht doch auf der Seite drauf. Na, frag mal Rummi. Wenn ich morgen erzähle, ja, ich habe mit Martin Käseschi gespielt, ja, genau. Ne, ich muss raus. Lange überlegt, ich weiß. Oder, Grummi? Ist so. Ein, zwei werden sagen, ja, ja. Ein, zwei werden gar nichts dazu sagen. Ein, zwei, jo, nee, jo. Und ein, zwei werden sagen, mit dem Vollidioten. Hat doch keine Ahnung. Beziehungsweise es wird da auch einer kommen, wie, der zockt? Ja, das ist Bruni. Also das ist unser Bruni. Der fragt alles. Ah. Warum war er in deinem Stream? Warum hat er mit dir gespielt? Ey, ich zocke das, nur PC. Deswegen habe ich auch in meiner Hand WASD tätowiert. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst. Daher kommt das. Ach so, weil du kein Konsolenzocker bist. Nee, selten. Also Playse, wenn du nur so God of War und so Sachen. Ich für meinen Teil bin auch 0,0 jetzt Konsolenspieler. Ne? Mhm. Ich spiele maximal mit meiner Familie auf dem Fernseher, aber das ist dann auch Steam mit Steam Link. Kennst du das? Ja. Und dann spielen wir halt gegeneinander Street Fighter. Meine, ich habe einen Sohn, 8 Jahre und 5 Jahre alt, und dann zocken wir gegeneinander und schlagen uns die Köpfe ein. Mit Street Fighter. Ja, genau, auf dem Fernseher. Oh, 71k, echt? Nice. Die 5000 hat der. Achso, er hat 76, okay. 76. Ja, die will ich haben, Junge. Die will ich haben. So, jetzt pass mal auf, jetzt krieg ich so ein Monsterblatt, dass ich euch alle so wegrotzen werde. Also heute haben wir es wieder gemacht. So, unser Familienabend bei uns zu Hause sieht so aus. Wir haben heute und mit Street Fighter die Köpfe weggekloppt. Und wer verloren hat, der muss aufräumen. So, ich hab mal ein bisschen erhöht. Ja, Moment, ich muss mal gucken, was ich habe. Du hast 2,5 reingehauen. Ey, Martin. Logisch. Ich kann nicht. Nicht mit dem Blatt, ich kann nicht. Warum? Ach, hör doch. Nee, ich kann nicht, Mann. Darf ich Martin sagen, oder? Nee, du kannst Jens sagen. Was willst du sonst sagen? Nee, ich meine ja nur. Du, mich kannst du Mirko nennen, übrigens. Du weißt ja gar nicht, wie ich heiße. Slimy. Ja, das reicht. Mein richtiger Name ist Mirko. Ist immer so Sache, weil ich nenne die Leute meistens lieber nach Nick. Ja. Und, ey, ohne Witz, so mache ich es auch lieber. Weil Grummi ist Grummi, ich weiß, Patrick, ne? Oder? Grummi? Nein, Matthias. Genau. Zeig Matthias. Siehst du? Eigentlich richtig. Ich hab's gerade verkackt, hast du gemerkt? Wie Grummi gesagt hat? Nein, ich weiß, Matthias. 1,5. Geh mit. Was hast du denn? Ich bin raus, sag mal. Dame Pik, Ass Kreuz.
Du hast Dame, Pik, Ass, Kreuz, okay. Nein! Du hast verkackt, Mann. Der hat irgendwie eine Straße, 100%. Nee, checken alle. Nee, dann haben sie alle nichts. Nein! Oh. Siehst du, darum bin ich rausgegangen. Um diese Schwuchtel da nicht das den Scheiß zu geben. Dieser scheiß Sonnenbrille. So, hast du trinken? Soll ich auch filmen, oder? Mir geht's gut, alles cool. Achso, was zu trinken meinst du? Ja, das könntest du mal. Dankeschön. Scheiße, was zeigt dir mit so einem Kackblatt, ey, hier, Mama, was ist denn das für ein Kackspiel? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab jetzt so eine Ausgangssituation, ich war da auf dem Flop aus. Was? Er setzt 1k einfach so. 1k kann ich nicht mitgehen, nicht mit dem Blatt, Mann. Außer bei 107k, die du hast. Ja, weiß ich ja. Ich weiß, was ich habe, aber. Ich weiß nicht, was im Flop kommt. Ja, aber warum setzt er das wohl? Entweder hat er wirklich einen Zwilling auf der Hand. Ja, darf man das sagen? Mongo? Nee, ne? Nicht mehr. Mongo? Ja. Doch, darf man, ne? Der Hutträger, sag ich mal. Der Mongo. Steht jetzt noch mehr, pass auf. Du sitzt nicht jetzt in der Meier, oder? Pass auf, ich jette kurz einen Keller, ich hab kein Bier mehr. Ich bin gleich wieder da. Ja. Alter, ich dreh das. Ich jette. Oh, Mirko ist dran. Der ist noch Bier holen. Hab doch nicht. Aber ich hab auch Scheiß gehabt. Dame und 4. Das lass ich. Yeah. Was sollen die callen alle? Der bestimmt nicht. Oh Gott. Oh Scheiße, ich hab gefoldet. Mit vier Jungen. So, da bin ich wieder. Der Keller ist weit weg. Der Keller ist weit weg, Junge. Wenn du ein Haus in Bali. Nee, Malibu war es nicht. Dann lese mich gefälligst mal ein. Als Lobob-Streamer. In Thailand, meinst du? Ja. Ich war noch nie in Thailand. Streamer, Hauptsache macht Spaß. Ja, mir macht's auch Spaß. Ich hätte jetzt auch nichts gerissen. Es ist nicht schlimm gelaufen. Ich bin ja ein Lobob-Streamer. Ja, bin ich aber auch. Aber du könntest damit Geld verdienen. Ja, ich will es ja auch, aber dann müsste ich mir auch immer 2-3 Tage die Woche mal Zeit nehmen, was im Moment immer ein bisschen kacke ist. Ich hab das jetzt mal vorgenommen. So, check doch mal alle. Ich bin raus. Ich schätze mal, wenn die wüssten, wann du online gehst, so. Also rein theoretisch jetzt. 4.000-5.000 Leute gucken dazu. Ja, nee. Im Moment bin ich so bei 20,
30 maximal. Ich bin bei 10 maximal. Aber das schon nach 4 Wochen bei 20, 30 ist schon nicht schlecht. Ja. Aber da ist auch Jo spielt eine große Rolle, ne? Da muss ich halt mal gucken. Warte mal kurz. Ja, guck mal runter. Was hast du denn? Ich bin raus. Und Dame 4. Dame 4. Ja, damit kannst du nichts reißen, Alter. Ja, steck dir die 5000 in den Arsch. Ey, du musst Jo unbedingt zum den Pokern kriegen, ey. Mit dir und Jo in meinem Stream, das wäre der Hammer. Das war absolut der Hammer. Ja, vor allem, weil Prominenz ja kaum mehr macht. Vielleicht können wir, ich muss mal kicken. Aber schreib mich unbedingt an, wenn ihr das macht. Ich will dabei sein. Wie ist morgen Vormittag? Weil jetzt gerade nicht online, ob wir denn morgen ab 18, 19 Uhr streamen. Wahrscheinlich machen wir erstmal nur Quatschen, IRL und so, bla. Und ja, dann haben wir mal Brutal Legend gezockt. Ja, ist auch cool. 100 mit. Warte, ich mach kurz ein. Ich mach kurz ein Pränzchen. Ich bin der mit dem Hut. Okay, das war kein Hinweis. Ich check erstmal, weil ich hab. Also mein Traum, euch beide in meinem Stream, das wäre natürlich der Hammer. Absolut Hammer. Auch vor allem, wenn ich es ankündigen könnte, ne? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, man muss sich ja, deswegen sag ich, man muss sich ja gegenseitig unterstützen, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt sind es drei Leute. Ich glaube, jetzt bin ich. Gummi. Und das war's dann, ne? Egal. Ja, gut, bei Prominence Poker gucken aber auch nicht so viel. Ne, ich hab nur Poker eingegeben. Oh, ey, irgendwer hat die verkackte 10, ich weiß es. Okay, ich höre jetzt aber auf mit dem Scheiß. Ich hab nur noch Poker jetzt. Ja, ich bin immer auch so geflasht. Deswegen muss ich das mal ausschalten. Jetzt gehst du mit. Nee, ich kann nicht. Also gechecken kann ich natürlich. Gechecken können wir alle. Oh. Ey, der Pot. Irgendjemand hat die 10 oder die. Ja, irgendwer hat's, ne? Ruhe, wenn wir alle checken. Na, ich bin gespannt, ich glaub nicht dran. Na. Ernsthaft? Hexen, Alter. Die 6 ist meine Lieblingszahl. Ich hab auf 3 Sechsen auf dem Arsch tätowiert. Der Eingang vor den Untergang. Gib mir noch mal einmal ein gutes Blatt, ey. Okidoki. Wieso habe ich 106k? Alter! Aber was mache ich richtig, oder? Nee, sagt er. Ich mag Provenance Poker. Das ist wirklich, ich habe viele ausprobiert, aber das ist ein. Ey, ich habe auch viele ausprobiert, aber für einen Stream ist es perfekt. Oder? Du kannst deinen eigenen Charakter performen, du kannst ein bisschen rumspielen. Ich habe das übrigens gefunden bei ganz anderen YouTubern. Oh, Alter, das ist viel zu viel Herz, was da drin liegt. Ach. Checken. Natürlich check ich, aber es ist nicht so, dass ich sage, so, jetzt verhögere ich mein Haus. Also du musst mal oben auf dieses Männchen klicken, dann kannst du noch Gesten machen. Ja, ja, ich weiß. Oh, auf da auf euch gewartet, da auf euch gewartet, dass ich weiter checken kann. Irgendwer hat doch zwei Herzen, ich schwör's dir. Kann ich nicht mithalten, glaube ich. Alter, wieso hab ich denn so viel Geld? Kein einziges Herz. Die Gegner mit.
Oh, das ist ein Verarscher, genau. Der mit dem Hut. Ja, dieser Western-Style Schickimicki-Arschloch da, keine Ahnung. Die nehme ich auch noch, komm, die 500, komm. Ich will wissen, was rauskommt. Ich sehe übrigens genauso aus, wie mein Typ da ist. Mit der Brille und dem Bart. Ja. Ich sehe genauso aus wie die Alte. Im Leben nicht, Junge. Oh, Entschuldigung. Wo ist eigentlich mein Bier? Ich hab noch eins, hab ich noch. Also in meinem Stream ist Röbsten erwünscht. Sehr gut. Bei mir auch. Deswegen habe ich auch so wenig Follower. Ach, jetzt, nein, Moment, nicht falsch verstehen. Es schalten viele ein und dann denken sie sich immer, what the fuck ist denn hier los? Ja, aber da stehe ich drauf. Guck doch mal die ganzen Kinder, allerdings hier Hip-Hopper an, die nur am Flame sind und so viel Follower haben. Hey Grummi, bei uns ist es so, ne? Ich erzähl keinen Scheiß. Grummi? Ja. Also ich hatte schon 200 Follower und dann bin ich schon wieder runter auf irgendwas. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Ich bin jetzt übrigens bei 376 oder so. Ich bin unter 200. Ja, du hast ein paar deiner Follower weggerannt und das kann aber auch mit an uns liegen. Wir sind aber auch wirklich undankbar, weil ich habe ein paar Mal Streams angekündigt, war dann nicht da. Dann haben sie natürlich die Subs wieder dann weggenommen. Da muss man schon hinterher. Subs kannst du nicht wegnehmen, die sind erstmal drin, aber ja. die resubben nie mehr. Aber das ist, wie gesagt, auch völlig Wayne. Weil bei uns herrscht auch ein recht schwarzer Humor. Ja, schwarzer Humor. Perfekt. Und es ist Rolps Pflicht. War schon immer. Und damit triffst du halt die 12 Jahre alten Leuten nicht. Mann, dann sollen die halt nach Hause gehen. So, pass auf. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Einer geht mit. Der Race bestimmt. Aha. Ich möchte gerne leicht 120k sehen. Come on, baby. Come on. Ey, warum tust du das? Warum tust du das? Du wirst Geld verlieren. Du wirst ja sehen. Oder ich blöffe. Oh nein. Heile Witz, der Kapitän. So, was machen wir denn da? Machen wir den? So. Jetzt überlegt er, ne? Jetzt überlegt er. Oh. Baby, geh rein, ey. Er geht rein. Da bin ich weg, Alter. Ey, ich bin's, Mann, der Slime. Ihr habt nichts zu befürchten, ich bin's. Oh, da tickt die Uhr. Ich mach es. Ich mach es. 2. Also 9, oder? Sieht schon mal gut aus für dich. Hier aufteilen. Ja, wegen den zwei Dingern, weil er nicht. Ich konnte seinen kompletten Pott nicht abräumen. Eigentlich habe ich verloren sogar. Er hat gewonnen. Fuck! So, geht mehr. Oh Mann, ey. Hör auf. Slimey hoch. Ich bin drin. Ja, Mann, ja, geh es damit. Danke, du Nicht-Spielverderber. Ah,
Aber du hast vorhin gesagt, wie lange ist das her, wo du da mit dieser Show warst? Star Search damals, wo ich bekannt geworden bin? Ja. 2003. Echt, so lange ist das schon her? Ja. Er leckt mich am Arsch, echt. Auch einer der ersten Casting-Shows. Nach dem ersten DSDS und dem ersten Popstars mit No Angels und so. Mir kommt das nicht so weit weg vor. Ist wahrscheinlich normal, ne? Ja gut, ich war ja auch bei ProSieben, ist ja auch mein Sender im Dschungel, die Promi-Dinner, ich hab ja alles mit dir gemacht. Adam sucht. Ey, genau, hast du dieses Dschungel-Scheiß mitgemacht? Weiß ich gar nicht. Ja, 2012. Ehrlich? Ja. Da muss ich dich jetzt ausfragen. Wie läuft denn das? Du hast da hingekarrt? Frag mich, ist es alles so, wie es wirklich ist? Das glaube ich nicht. Da ist nichts faked. Ich kann dir nicht sagen, weil ich sag, was ich denke. Ist wirklich in Australien, ist mitten im Dschungel, ist total langweilig. Okay. Ich habe das damals nicht verfolgt, also. Ich habe das damals nicht verfolgt, also musst du mir helfen. Musst du dir da irgendwelche Sachen essen oder? Ach, scheiße, ich frag's einfach nicht. Ich habe um 3.000 erhöht. Martin. Hab gesehen, hab eine Prüfung gehabt, wo ich ein paar Spinnen im Gesicht hatte und ein bisschen Aalschleim, aber es war mir halt. Weg nach dem 8. Tag freiwillig raus. Ja. Babys! Der Slime ist wieder rein! Glückwunsch. Und hab mir auf RTL-Kosten eine Woche lang aus dem Ei. Also eigentlich für den Arsch. Ja, ich hab auf ein paar tausend Euro verzichtet, aber drauf geschissen. Ach so, du hast drauf geschissen, weil du gesagt hast, reicht jetzt oder? Jo, reicht, ich hab genug und meine Freundin ist draußen und dann kann ich mir noch ein bisschen mit ihr so ein bisschen aus Australien angucken. Auf RDL-Kosten. Okay. Weil ich durfte ja nicht nach Hause fliegen, ich muss ja da bleiben. Vertragsmäßig? Wahrscheinlich? Ja, genau, ich war auch bei Adam sucht Eva letztes Jahr. Also, ich guck keinen Fernsehen mehr. Kein Mensch guckt Fernsehen mehr. Ja, ich weiß, ich guck mit Silvonian, aber ich verdiene mit ja zu Geld. Du bist Adam oder wie? Ja, diese Insel, wo man nackt sein muss. Ey, da warst du? Nee, hör auf. Ja. Bist du nackig rumgerannt? Ja. Oh Gott, jetzt muss ich Tüte. Hm. Ehrlich jetzt? Ja, da war ich letztes Jahr, Alter, Haiti, haben die alle bezahlt. Da habe ich richtig viel Geld bekommen, das darf ich gar nicht erzählen. Also, ist das was jemand. Ja, wenn du es nicht erzählen darfst, dann mach's auch nicht. Der normalen Job hat, sag ich mal, dafür 2-3 Jahre arbeiten geht. Ehrlich? Also, wir reden jetzt quasi über so. Du musst ja nicht Ja oder Nein sagen, sondern so circa 30.000 Euro. In einem Jahr? Ich bin ein normaler Malocher, Junge. Slime, wir reden hier von einem hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Betrag. Oh Mann, Jungs, ey. Ja, wir reden von einem hohen fünfstelligen Betrag. Ey, pass auf, ich sag's euch. Ist egal. Kein Problem. 80. Alles klar, danke. 80. Ich werde auch irgendwann 80. Dafür halte ich gerne meinen Schniedel in die Kamera. Ja, warum nicht? Da würde ich auch meinen, ey, dann würde ich den Riemen sowas von rumriemen. Was ist denn hier los jetzt hier, Mann? Das sind immer Kackkarten hier, Mann. Das ist so eine Kackrunde. Ich bin ein Spieler, der spielt. Hast du gemerkt mittlerweile, ne? Ja, ich auch. Ab und zu faken würde ich ja auch, aber. Aber wenn ich die Karten da sehe, hat jeder Dritte in der Straße. Okay, ich calle trotzdem. Oh, hat er eine Straße? Irgendwer hat eine Straße, 100%. Egal, wer eine Straße hat. Ich glaube, Mr. Hut haut jetzt richtig rein. Ja, ja.
Irgendwas passiert jetzt. Aber deinen Schniedel muss ich übrigens nicht sehen. Das ist jetzt nicht im... Nee, das musst du auch nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich dich und Onkel Jo geil. Oh, 18. Vielen Dank. Oh Gott, welche kommen? Muss der König kommen? Muss der verschissene König kommen? Mein Gott! Entschuldigung. Was macht der Hutmann? Oh, er geht hoch. Er geht hoch, ja, schön. Ich hab grad Geld verrotzt. Scheiße. Nee, nur mit dem Kopf. Dann zeig doch mal beide Karten, du Affe. Nee, das ist ein gutes Recht, komm. Versteh ich nicht, ich mach das manchmal ganz gerne. Ja, manchmal, wenn ich genau weiß, wo alle alles riskiert haben, dann zeige ich alle Karten. Ob wo alle denken so, hat das jetzt wirklich gehabt? Dann mache ich das gerne mal, dass ich nichts. Aber jetzt, ich habe gecallt 5 und 8, so. Gott, 5 und 8? Wie ist ich, was du hast? Nein, guckst du zu oder was? Ja, mir hast du eben gesagt, 5 und 8. Nein, habe ich nicht. Hast du falsch verstanden? Oh Gott. Ja, wir checken. Ich würde was umgeben, irgendwie diese Gronkh-Scheiße mit reinzurutschen. Inwiefern meinst du? Nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach nur, dass Leute bei mir zugucken. Ich brauche das. Mal, so ein Raid kriegst du oder was? Ja, mal so einen fetten Raid, ja, zum Beispiel. Ja, kriegt der Funk immer von ihm. Oder hat er gekriegt? So hat der Funk jetzt auch immer um die 15, 20. Ja, das wäre ein Traum. Ich, wie gesagt, ich muss das nicht. Ich muss ja hier kein Geld verdienen. Ich habe einen normalen Job. Ich bin Hausmeister einer Schokoladenfabrik. Du, ich hab gelernt Rohrleger, Anlagenmechaniker. Ich hab praktisch 12 Jahre auf dem Bau gearbeitet, hab noch einen Baggerschein gemacht. Am Tiefbau, echt? Hochbau. War Werbetechniker. Du musst leider folgen. War am Fließband bei ZF im Dreischichtdienst. Kennt das alles. Das ist ja das Schöne, weißt du, wo ich dann halt so cool bleiben kann. Ja, man merkt es auch bei dir. Also ich habe einen guten Job, den ich auch nicht missen will. Ich möchte gar nicht mit meinem Streaming Geld verdienen. Ich möchte aber nur ab und zu mal so ein BAM! Schreib mir. Ja, dann können wir mal drüber reden, wenn das bei uns ein bisschen besser läuft. Dann können wir mal zusammen streamen. Weil ich finde es auch geil, mal andere zu unterstützen. Selbst ich, der auch ein Loop ist, Low Bob. Also mein Stream, pass mal auf. Zum Beispiel hat jetzt mein Stream, ich mache das schon relativ professionell. Ich habe mir echt schon viel eingedauert. Zum Beispiel jetzt hier der Johnny Bärbel hat gesubbt, während ich nicht da war. Das kann ich aber halt locker wiederholen. Was für ein Johnny? Johnny Bärbel. Das ist ein Kumpel halt, ne? Okay. Aber auch nur, den ich kennengelernt habe, dadurch, dass wir kleine Streamer sind. Der war genauso klein wie ich, ist aber jetzt schon viel größer wie ich geworden. Wahrscheinlich, weil wir rumrülpsen. Quatsch, hat aber nichts zu tun. Klar, doch, hat damit zu tun, Alter. Ich schwör's dir. Ich rauche auf der Terrasse, aber. Darum geht's nicht. Ja, Gesundheit! Danke. Na, was macht denn der kleine Scheißer da? Ich weiß auch nicht. Warum geht das jetzt nicht? Ah!
Ah, da kommt. So, ich habe jetzt gerade den Subscriber von Johnny Werber nochmal reingehauen, weil er es verdient hat. Und dann mache ich nochmal Ultra Slime Dance, weil er es verdient hat. Moment. So. Das ist nur für dich, Johnny Werbel. Für einen Sub im ersten Monat ohne Prime. Moment. So, da sind wir wieder zurück. Boah, bin kaputt. Muss ich auch noch übrigens halt machen. MP3 ist hier machen, da MP4 ist für Subs oder Abos. Also, wenn wir bei mir Leute reinsubben, dann gibt's den Ultra Slime Dance. Ich weiß nicht, ob du den gerade gesehen hast, aber der ist der Hammer. Ich sub dir gleich. Nein, musst du nicht. Hör auf damit. 9-2. Nein, lass es. Nein, lass es. Geh weg. Geh weg. Ich will nicht schon wieder tanzen. Hau ab! Moment. Nein, tu's nicht. Du musst aber auch live da sein und angucken. Wenn du's hab's. Ja, ich hab dich schon rübergezogen im Fenster. Mach es entweder richtig oder gar nicht. Oh, was macht er? 500? Die mit. Mal. Die call ich. Ja, sehr gut. 500 kann man immer mit denen. Heck. Oh mein Gott, das ist kann ich nicht. Doch, kann ich. Fehlt jetzt wieder all in, weil er muss. Mhm. Okay. Was kann der haben? 5, 6, 3. Och. Und wenn er noch eine 3 hat, dann habe ich die Arschkarte. Jetzt wieder all in, ich wusste es. Der hat die 3 nicht, oder? Ach Mann, ich weiß es nicht, Mann. Ich sag, nee. Meinst du, er faked? Ich weiß es nicht. Fuck it. Aus dem Bauch raus. Ich kann nicht Ich kann jetzt nicht 36k callen. Oh, ich. Okay. Yeah. Scheiße! Ich sag, der hat ihn nicht gehabt. Ich weiß es. Ja, weil er muss ja mit denen, weil er am Anfang auch schon so weit geht. Noch umgefickt hat. Ach, da ist er wieder, unser Mr. Blauer Pullover. Mr. Blauer Pullover, der Affe. Noch einmal vernünftig. Ja. Da bis zum letzten Ding abwarten, ne? Ja, genau das Richtige. Ja, der ist gut. Meine Tränke sind alle.
Ja, dann hol dir ein neues, Junge. Du musst wieder checken, aber erstmal musst du jetzt hier checken. Ach so, ja, ich geh erstmal. Ich geh erstmal rein. Oh, hab ich aus Versehen gemacht. Kennst du dich doch. Ey, wenn du wirklich so eine tätowierte Braut wärst, dann würde ich dir was schenken, aber... Das ist geil. Naja, hinterm Tätowiert können wir ein Häkchen machen, aber beim Braut, dann müssen wir ganz viel abstreichen. Nee, ich weiß, wie er aussieht, Mann. Richtig. Weil ich ihn auch verfolgt habe und das jetzt in meinem Stream ist sowieso der Hit überhaupt, aber... Die hat weniger Tattoos. Ich habe keine Tattoos. Ach doch nicht, das ist ja schon mittlerweile, das sind ja schon... Mittlerweile ist wieder cool, keine zu haben, ne? Außergewöhnlich, ja, wenn man keins hat. Oh. Warte mal. Ich will das gern wissen. Okay. Ey, du machst auch mit? Weiß. Klar, mit 2-2. Mhm. Ach ja. Alter, wenn du bei mir zu Hause wärst, dann würden wir mal schön Herk trinken. Herk. Herke, kennst du nicht? Herkepilz. Herkepilz, kennst du? Ja. Du, ich bin mir viel geschissen. Ey, jetzt bin ich ja doppelt baff. Ernsthaft? Klar, Herke ist doch, warte mal, wo ist das? NRW? Nee, Norden. Nee, Norden, genau. Nee, Hannover. No. Ich weiß, ich mache jetzt einen Fehler. Nein, ich fohle. Ah. Nee. Also, eine Frage. Darf ich diesen ganzen Scheiß dann über YouTube hochladen? Okay, jetzt meinst du hier unser Video? Ja. Klar? No, ich frage ja nur. Oder nimmst du best auf Twitch irgendwas oder so? Ja, wahrscheinlich wird sowas laufen. Ich hab letztes Mal hier Visage Stream mit meiner Ex, hat mir so die Hose gekackt, hab ich dann auch bei Twitch kurz bei den Clips in die Augen. Du hast eine vollgekackte Hose in die gehalten? Nee. Alter, Visage, hast du schon mal gespielt? Nee. Das schlimmste Gruselspiel, was es gibt, ist so übel. Echt jetzt? Das Outlast ist scheiße. Ja, und jetzt ohne Witz, du hast die echt in die Hose gekackt? Nee, natürlich nicht, aber ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, weil ich liebe Gruselspiele und hab mir so geschrien. Echt jetzt? Weil stell dir vor, du... Ach scheiße, ich wollte gar nicht fohlen. Irgendwelche so eine Räume laufen und hast nur ein Fotoapparat mit einem Blitz. Ach so. Irgend so eine scheiß Figur bei dir vorne. Ja, ey, so übel. Ja, ich schick dir das gleich mal, wenn wir hier fertig sind. Ja, mach mal. Nice. Also, von einem großen Spiel, was ich empfehlen kann, ist übrigens Alien Isolation. Kannst du das? Das letzte Alien, meinst du? Ja, das Alien Isolation. Ja, das ist das letzte gewesen. Fand ich das halt nicht gespielt, aber soll eigentlich ganz geil sein. Alter, das so musst du. Das musst du spielen, du scheißt in die Hose. So jeden. Musst du dir Visage vorstellen, weißt du? Okay. Oder so wie Outlast halt. Okay. Aber Alien Isolation, das musst du streamen, das musst du aufnehmen, du kackst dir in die Hose. Jeden verschissenen Zentimeter. Es ist so geil. Weil du fängst ja an, ne? Du bist ja so ein Typ, oder eine Frau, oder whatever, und fängst da rum und dann plötzlich geht alles einen Bach runter. Wie immer, ne? Ja, ich hab das schon gesehen im Stream, ich wollte es mir holen, aber ich hab echt überlegt. Ey, du bist ein Gruselfan? Dann hol's dir. Der Outlast 1, 2, Da kommst du nicht gegen an, glaube ich, aber
wenn man die Alien-Filme mag und dann plötzlich das Scheißvieh vor dir rumtappert und du sitzt da in diesem Scheiß, sag ich mal, Container oder ah ja, Moment, muss kurz checken. Also das ist geil, weil war Alien vs. Predator? Nee, was war das? Ja, das war ein Shooter, Karl. Ja, ja, wo du aber trotzdem immer mit diesem Punkt, wo du halt Dings hier, der so einen Tracker hattest mit dem Pock, ich liebe das. Ja, wenn du das liebst, Alter, dann musst du dir unbedingt Alien Isolation holen. Unbedingt. Unbedingt. Wenn du das streamst im Dunkeln. Unbedingt im Dunkeln. Alter, deine Leute werden es lieben. Und wie du dir eine Hose scheißt. Aber am meisten freut mich jetzt erstmal auf Resident Evil 2 Remastered. Ja, da kommt, na ja, keine Ahnung, aber. Doch, glaub mir, das ist der Hammer. Ich hätte jetzt nicht. Oh nein. Meinst du? Ja, damals PlayStation 2 war das noch oder 1 sogar? Resident Evil war auf PlayStation das Nonplusultra an ja, Horrorspielen. 2 Remastered wird, also ich hab schon angespielt. Ja? Schon geil. Okay. So, mein Freund. Ah, dann bist du der Einzige, weil. Nee, ich hab's hier ne? auf der EGX, so wie das heißt, hier in Berlin angespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, ich glaube nicht. Das Spiel ist noch nicht raus. Nee, es kommt ja erst. Ja, ich glaube, ich darf das nicht sagen. Oh, ich hab's angespielt. Oh Gott. Nee. So was. Ja, nee, doch, wir dürfen drüber reden. Alles klar. Okay. Du darfst drüber reden. Ich hab gerade geguckt. Das ja nicht offiziell zum Anspielen. Ja, ich muss das aber checken wegen dem Stream. Das ist heutzutage so krass, dass ich checken muss, was du da sagen darfst und was nicht, ey. Einfach nur ekelhaft. Im Grunde. Aber ich habe so eine Seite, oh. Da. Oh, du ist mit. Da kann man kurz mal abchecken, kann man so Stichwörter eingeben. Und dann siehst du, darfst du sagen. Yes. Und darfst du nicht sagen. Nice, baby! Ja, ich weiß, aber. Aber ich darf was sagen, weil da gibt es schon einige Videos von und so. Ja, genau, das hat mir auch gerade das Tool gesagt. Ich hatte schon so eine Art. Ich wurde eingeladen zu irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht mehr welches. Und dann war gar nicht mal großartig. Plötzlich kam eine rote Warnmeldung, hast nicht gesehen, darf ich niemals drüber reden. Und oh Gott, ey. Ich hasse es einfach. Ich will einfach nur labern und. Das Spiel war Alpha oder Beta, wenn der da Accept oder diese scheiß NDA. Ja, diese NDA kotzt mich sowas von an. Entweder ist es aktuell, oder du darfst drüber reden, oder du darfst nicht drüber reden, oder du machst dich strafbar. Es gibt so ein paar Sachen. Check da. Check. Ja, ich checke. Und Baby, diesmal zirkel ich dich raus. Okay. Oh. Ja, ich will mal wissen, wie leidensfähig bist du? Okay, du bist dabei. Leidensfähig ist geil. Ja, ich bin aber jetzt mal raus. Schon wieder nach 3. Bis dann. Gummi, hau rein. Alles klar. Du willst mich jetzt raushauen, ne? Ja. Das kannst du vergessen. So, Adi! Ach, komm schon! Weil ich stehe live im Stream auf, wenn du online gehst. Offline, ich meine, denkst um. So. Er geht mit! Ich gehe offline, ich meine, ich stehe auf. Nein! Bam! Oder? Oder? Ich hab doch richtig gerechnet, oder? Splitport! Oh nee!
Oh nein. Aber ich habe 77k, Baby. Hacker 52. Ah, wir sind zwei Haie. So sehe ich uns gerade, so Haie, so rar. Baby, wir haben uns noch nie getroffen, aber ich mag dich. Tito. Lass mich kurz meine Karten angucken. Alter, du zwingst mich jetzt auf 2,5. Das ist doch nicht gemacht. Nee, ach, scheiße. Da ist er raus. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte noch abchecken. Aber ich mag dich. Was ist mit deinem Nachbarn da? Mal gegen mich. Raus. Das gehört nicht zu mir. Es bin nur ich. Nur noch ich. Nur noch der Typ mit der Mütze, der Breaking Bad Typ. Ja, also ich konnte das nicht spielen. Ich hatte 10-2. Konnte nicht spielen. Ich hatte 2-10. Auf zu erzählen. Jetzt kommen die guten Karten, Alter. Jetzt kommen sie. So, Baby. Wenn ich spielen kann, dann mache ich es auch. Also. So. Also meinem Stream wird gerolpst, ist so. Oh, habe ich null Probleme, ich bin Rolpser Number One. Gut, schön. Wir haben 0,0 Zuschauer, glaube ich, oder? Egal. Oha. Ja, ich war getroffen. Oh, geht jemand mit? Yeah, Baby, komm mal, komm mit! Geht nicht auch mit? Ich glaube, der denkt, ich blöffe, oder? Jetzt all in, pass auf. Warte mal. Leute, ich hab's verkackt. Der Martin kann mich gar nicht hören. Oder? Martin? Nee, kann er nicht. Der Martin Kieseschi ist bei mir im Stream und ich hab's verkackt. Okay, checken alle. Na, checken mal mit. Oh, fick. So, ich. Noch bestimmt irgendwo drin. Nein, ich hab's verkackt. Ich würde, wenn ich was getroffen hätte jetzt. Aber leider. Martin, ich hab nichts getroffen. Das heißt, ich habe auch nichts von den geilen Sachen rausgehauen. Weißt du, was ich meine? Aber meinst du, ich hab irgendwas getroffen? Nee, hey, du, da hast dann auch nichts getroffen. Nee. Scheiße. Ich bin immer offen für irgendwelche Spielchen, aber das kann ich nicht machen. Ich warte übrigens immer extra ab, damit die Leute denken, ich überlege. Musst du auch Providence Poker machen, weil dann merken die, wenn du zu schnell guckst und gleich weiter faulest oder. Ey, den Flash, ey, komm mal her, ey, jetzt ohne Witz, ich nehme jetzt kurz die Brille ab. Den Flash hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ohne Witz. Nee, jetzt echt. Doch, hatte ich nicht auf dem Schirm, es tut mir leid. Ich bin sowas von scheiße reich. Ey. Ich hatte den Flash gar nicht auf dem Schirm mehr. So, was? Ja, wenn man Karten hat, dann soll man auch mit dem spielen, ne? Tausender kann man immer mitgehen. Kann man! Muss man nicht! Kann man! Oh, Alter! Ey, wie kann denn sowas droppen? Ich check mal eine Runde. Wie kann ich denn Ass, Junge und 10 droppen?
Baby! Das ist, als ob du... Wieso droppen? Hast du das so alle tun? Nein, das ist... Ich meine, du weißt, was ich meine. Oha! Oh, Alter! Ich hab grad gehört, Kaspar. Ich hab grad gehört, Kaspar. Martin, sag was. Komm drauf an, ach du Scheiße. Was? Ach du Scheiße, was denn? Das ist für eine Kacke hier, du. Ich kack gleich ins Klo. Leck mich am Arsch. Ich will den Scheiß zu Ende sehen. Du hast die 10, okay? Nein! Okay, noch 2-3 Spielchen. Wegen wo langsam einfach. Aber wie gesagt, wenn man das ist, schreibt mich ruhig an über Steam oder irgendwas, kein Problem. Kein Problem, wenn du jetzt raus willst, kannst du auch jetzt raus, ne? Wir müssen nicht noch 2-3 Spiele spielen. Okay. Es ist mir auf jeden Fall. Oh Gott, eine absolute Ehre. Jo. Du bist der Erste, den ich gesehen habe. Was, der erschien Prominence? Da ich sofort drin. Den hat auch noch gefollowt, wie geil. Ja, das Witzige ist, dass ich auch die ganzen Scheiß gefollowt bin, was ihr so macht. Oh, du bist. Ja, ich weiß. Ja, ich muss das checken. Wenn wir mal so ein. Also mit dir auf jeden Fall so einen Stream machen, wenn du mal Zeit hast, wenn du nicht mal gerade durch die Gegend eierst wieder. Das ist der Hammer. Nächste Woche ein Gig und sonst, aber ich will mir jetzt zwei feste Tage nehmen. In der Woche wollte ich mal streamen. Ich weiß nicht, ob du Roxy kennst. Ich habe das perfekte Spiel für dich. Ich höre es dir. Welches? Das kann ich nicht live sagen. Bist du noch ein bisschen da, wenn ich offline gehe? Ja, klar. Okay. Mach mal gleich, pass auf. Moment, warte. Ich habe ein perfektes Spiel, was alle lieben, was aber keiner auf dem Schirm hat. Ha! Oh. Hey, nice, baby! Ich liebe die 6. Alter. So, jetzt füll doch mal meine Tränke nach. Was? Wie geht denn das überhaupt? Du, gehst oben links auf die 213. Ja. Und dann auf meinen Namen und dann auf diesen rote Geschenk-Button. So ist das gut? Ja. Übrigens ist das ist übrigens kein Getränk, sondern Hammer-Zortika. Nee, bei mir ist es ein Getränk. Nee. Du bist mir jetzt hörig. Alter, ich bin nur der Lobop. Oh, Baby, was hast du denn gerade gedroppt? Was bin ich? Ich bin ein Streamer, den kein Mensch zuguckt. So. Richtig. Er checkt auch, okay. Oh. Ja, warum mache ich das wohl? Tja, wenn ich wüsste, was du auf der Hand hast, seh ich raus, der Gold. Ich bin weg. Ach, komm schon. Nein. Oh, der Race. Hey, der Race.
Warum sollte er raisen? Weil er die 6 hat, wahrscheinlich. Die habe ich nicht. Das Ass habe ich. Ich glaube, ich falle aus die Nase. Welches Ass hast du? Das Kreuzass. Ist schon mal gut. Aber wenn er die 6 hat, dann war es das für mich. Oder hat ein Flash. Kann sein. Fuck. Er gibt ja noch nicht auf, ne? Check. Macht er nicht. Er checkt nicht, er setzt mehr rein. Ja. Oh, Alter, was soll ich jetzt machen? Was kann er haben? Ich will die 3K mitnehmen. Was kann er haben? Was kann er haben? Ja, ich weiß. Ach komm schon. Ja, doch die 6. Nein! Scheiße! Entschuldigung, Philipp. Das war nicht mein Tipp. Nicht so Fuck it, Mann! Martin, Mann! Also jetzt nehmen wir so richtig aus. Martin! Ist meine Schuld. Alles cool, aber verdammte Scheiße. Mann. Ich habe auch gerade gar nichts gehört. Okay, also damit kann ich gar nichts anfangen. So, ich gehe raus. So, das reicht für mich. Ich muss nämlich schlafen, weil ich morgen früh wieder aufstehen muss wegen meinem Kind. So viel. War der Nego raus? So, ich kann ja gerne die Kamera wieder umschalten. So, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Lass uns mal, wie gesagt, ja. Jetzt mein Steam und alles. Da muss ich kurz mal gucken, ob das funktioniert hat. Warte mal, ich mache das Kaminzimmer. Das Kaminzimmer ist sehr berühmt. Was meinst du denn? Also bei mir im Kanal. Ah! Mein Kaminzimmer ist jetzt mittlerweile so berühmt, dass andere sagen, ja, ich möchte auch gerne aus haben, aber ein bisschen anders. Ja, das macht der Reichert auch. Aber so, ich muss auch erstmal weg, pullern, ab ins Bett, morgen renovieren. Ja, wir bleiben in Kontakt. Also wie gesagt, am geilsten, also mein Traum wäre mit dir und dem fetten Onkel Jo, weil ich weiß ja, das ist fett mittlerweile. Was heißt fett? Ist ja das Geile, wenn Onkel Jo neben mir sitzt. Der ist ja, ich meine, der sieht zwar aus wie ich, ist aber ungefähr 40 cm größer. Wir sitzen nebeneinander. Ja. Ich sage, Jo, steh mal bitte auf. Und dann steh ich auf und meine Sicht ist genau auf seiner Brusthöhe. Nein, du weißt, was ich meine. Also ich feiere euch beide und wenn ihr bei mir im Stream wäre, das wäre auch so der Hammer. Ich schicke dir morgen einfach mal eine Nachricht, falls wir morgen online sind. Und dann fahre ich morgen Mittag. Morgen Abend muss ich wahrscheinlich. Ja, ich bin aber erst ab 8 Uhr wieder online. Okay, aber wäre geil. Wir fangen so gegen 19 Uhr an. Und wenn ich dabei wäre, wäre es der Hammer. Alle klar. Gut, mein Kleiner, ich bin erstmal weg. Ja, ich wünsche dir geruhsame Nacht. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch. Ja, ich werde jetzt auch gleich schlafen. Alles klar, bis dann. Uzi. Tschüss. Tschüss. Absolut Top-Typ. So, Leute. Ja, wir sind auch online, ich weiß. Wir haben jetzt gerade den Martin Kedischli gehabt. Ich gehe jetzt mal den Endscreen, weil ich bin müde wie Sau. Warum? Weil es so ist.